Moin, meine Freunde, herzlich willkommen. Hier ist der Eurobass und ich habe ein neues Video für euch. Ja, es ist ein recht kurzes Video, ein recht, hoffe ich mal, witziges Video. Ich muss euch vorwarnen, die Qualität ist für den Arsch, weil dieses Video aus einer Spontanität entstanden ist. Ich wollte eigentlich nur ein kleines Stück davon aufnehmen und das in eine befreundete Gruppe schicken, auf hier WhatsApp-mäßig so. Ja, dabei ist dann das entstanden, was jetzt da ist. Deshalb ist auch der erste Teil des Videos mit Musik im Hintergrund untermalt und die anderen nicht, weil ich da festgestellt habe, okay, das ist irgendwie witzig, ich mache das jetzt mal weiter. Ja, leider ist das im Hochformat mit dem Handy aufgenommen. Verzeiht es mir, das nächste Mal wird das nicht mehr so vorkommen, aber ich wünsche euch trotzdem viel Spaß. Wenn es euch gefallen hat am Ende, ne, gebt ein Däumchen drauf, wenn nicht, dann eben halt nicht. Haut rein, bis dann und viel Spaß! Hallo meine lieben Freunde, nachdem ich gerade einen unerbindlichen Kampf hatte, Mann gegen Huhn, habe ich gewonnen. Habe gemacht aus Huhn jetzt lecker geschnetzelt. Das sieht so aus. So ein Licht, guckst du, geschnetzelt ist ganz frisch, ganz lecker. So, das kommt jetzt aber noch nicht in diese Pfanne. Nein, da kommen jetzt zuerst rein diese Zwiebeln mit dem Lauch, den ich geschnibbelt habe. Eben gerade mit diesem kleinen Messer. War toll. So, wenn ich das habe gemacht, ich mache weiter mit Video. Bis bald. So muss aber auch gesagt werden, dass ich noch leider, ich mache hier Wasser in die Topf, weil ich noch mache dazu lecker Reis aus die Beutel. Ja, und davon nicht gerade wenig, weil heute viele Menschen essen. Das mache ich aber auch erst gleich. So, meine Freunde, Pfanne ist heiß genug. Jetzt ich mache rein dieses leckere Zeug in dieses leckere Pfanne. Guckt dir zu. Boom, da ist noch was drin. Und Arazzo! Das wollte ich nicht. Hier ist es drin. Dann nehme ich meine rote Rührdingsbums mit Loch drin. Kannst du gucken durch. Machst du hier lecker so. So, Brust. Oh, das riecht sehr lecker, lecker. Lecker, lecker. So, und wie es dann weitergeht, seht ihr gleich nach dem nächsten Knopf drücken. So, jetzt ist Wasser am Blubi Blubi Kochi Kochi. Mache ich jetzt rein Reis und zwar nicht nur ein Beutel. Nicht nur zwei Beutel. Nein! Drei Beutel. Das jetzt muss machen 10 Minuten Kochi Kochi, dann ist Reis fertig. Aber wir haben ja immer noch hier die leckeren Zwiebeln in die Pfanne drinne mit Lauch und Suashit. So, und weil das jetzt schon, naja, ziemlich gedünstet aussieht, klatschen wir jetzt dabei das geile Fleisch. Achtung! Oh! Da wäre fast Schüssel kaputt gegangen in den Arsch! So, wir machen jetzt erstmal Fleisch, Brutzel, Brutzel, mit die leckere Lauch und Zwiebel in drinnen. So, das muss alles jetzt erstmal ein bisschen brutzeln, bis es ist durch. Und danach, ich mache weiter. Bis gleich. Freunde, hier ist ein Brutzel, Brutzel. Muss ich machen Rühri, Rühri ab und zu, damit nichts macht an Brenni, Brenni. Ja, dann mache ich dabei noch ein... Der Deckel runtergefallen. Noch ein bisschen... Von die Chili. Chili ist immer gut. Muss ich machen. Dreh, dreh, dreh. Das kann ich euch auch gleich noch zeigen, wie ich das mache. Und dazu noch mehr Chili. Hier Chili ist immer gut. Chili ist lecker. Also mache ich Chili hier rein. Mache ich mit der Maschine. Muss ich drehen, brauche ich beide Hände. Deswegen mache ich kurz Stopp. Mach Chili rein. Sieht man ein bisschen hier, ein bisschen Chili. Da ein bisschen Chili. Muss ich gleich noch verfeinern. Noch mehr Chili. Da Reis am Blubber Blubber machen. Muss ich gerade runterstellen. Spritzt alles drüber. Macht alles Pitschi Patschi dann. So, okay, wenn das Fleisch halbwegs durch oder wenn Fleisch ist durch, dann ich mache rein, was lecker ist, und zwar die Pilze mit die ganze Kopf. Ich freue mich, bis gleich. So, meine lieben Freunde, das Fleisch ist jetzt durch, das können wir jetzt machen rein, die leckeren Pilze mit die ganze Kopf. Machen wir, oh, da war noch Wasser bei. Scheiß der Hund drauf, egal, machen wir jetzt Pilze rein und nochmal, Beb. So, und nun müssen wir das Ganze auch noch durchrühren. Ich hätte natürlich auch frische Pilze nehmen können, ich war aber zu faul. Ich nehme lieber die abgepackten aus der Dose. Oh, minus ein Pilz, der mir gerade ist gefallen, runter. Das wird sehr lecker. Ich habe ein sehr gutes Gefühl, das wird phänomenal.
Ich hoffe nur, dass die scheiß Pfanne ausreicht, weil das ist jetzt schon ganz schön eng. Da muss nämlich noch ein bisschen mehr rein, das könnte ein bisschen enge werden. Aber immer sieht das mal jetzt so aus. Für die, die es interessiert, der Reis ist auch schon fertig. Der ist jetzt hier in die Topfinne. Ja, hab ich schon mal abgegossen, damit es nicht macht. Brutzel über, weil ganz viel heiß hort und nichts gut. Wir sehen uns gleich weiter wieder, wenn ich mache nächste Schritt von die Essen. Bis gleich. Meine Freunde, jetzt wird es interessant. Jetzt kommt nämlich die geschlagene Sahne. Schlagsahne. Schlagsahne, Digga. Nein, nicht Kopf, Schlag drauf, Sahne, sondern Sahne, Schlag rein in den Topf. Ich mache auf, dann ich euch zeige. Jetzt wird es interessant. Jetzt nehme ich die Sahne, die ich gemacht habe, auf. Nein, nicht stricken. Nicht stricken, sondern kippen da rein. Wir machen jetzt Sahne da rein. Guckt euch das an. Oh, über das Dingsbums, die kippt. Nicht schlimm, eine Pesche und noch eine Pesche, schön reinkippen. So, dann können wir das schon mal ein wenig durchrühren, so, damit das überall kommt hin. Das kommt sowieso überall hin, aber ich rühre halt gerne, deswegen kommt es noch besser dahin. So, und dann, jetzt wird es nämlich ganz spannend, ja, jetzt kommt noch was dabei. Und zwar kommt dazu, das Zeug, ich nichts wisse. Hühnerbouillon. Hühnerbouillon habe ich schon vorbereitet in dieser Schüssel. Sind ungefähr 2 Esslöffel. Kippen wir drauf. So, und rühren wir auch wieder um. Weil umrühren ist ultramativ wichtig. So, damit hat gutes Geschmack. Ich saue hier nur rum, ist mir aber egal. So, ich rühre. Und das wird so geil, das sage ich euch. So, und ich gleich erzähle euch, was ich noch mache. Ich mache jetzt gleich noch etwas Gewürze rein. Der Pfeffer. Chili und vielleicht noch eine Prise Salz, aber nicht so viel, weil Hühnerbouillon hat schon sehr viel Salz drinnen. So, und dann, ich zeige euch, wie es geht weiter. So, meine Freunde, ich habe jetzt reingemacht Hühnerbouillon, Pfeffer, ein bisschen hier von die Chili nochmal rein. Jetzt nehme ich mir einen Löffel, einen kleinen Löffel, wenn ich muss probieren, schmecken ab. Ja, ich hier ein bisschen tippen rein, hier püsti. Und das schmeckt jetzt schon wie Porno in die Mund. Oh ja, ultramativ lecker. So sieht das Ganze aus. Das ist voll lecker. Den Reis haben wir wieder hinten, habt ihr schon gehört. Da steht Wasser rum in die Becher, in die Karton drin. Ich weiß, ist mir egal. Wenn gleich ich fertig, dann ich garniere ein Gericht an und ich euch zeige ihn. Bis gleich. So, meine Freunde, haltet euch fest. So sehen aus, wenn ist fertig. Ich setze mich hin und präsentiere euch das leckere Essen. Lecker. Also, Rezept ganz einfach, wie ich habe schon erwähnt. Also kommt ihr nur rein schnippelnde Zwiebeln, Lauch, machen in Pfanne, brutze. Dann du machen rein Fleisch. Der Fleisch, brutze bis durch. Dann da kommt rein die Pilze. Die Pilze brezeln bis ist durch. Also bis ist durch. Und dann kommt rein die Sahne und kommt darauf an, wie groß Portion. 1 bis 2 Löffel, vielleicht auch ein bisschen weniger von die Brühe aus die Huhn. Also hier Hühnerbouillon, ja. Und dann ein bisschen Würze nach Geschmack. Das war's. Fertig. Dann noch ein bisschen Reis dazu. Voila. Dieses Low Carb kann man sogar essen, wenn man nehmen will. Aber so wie ich, weil Eurobass ist fett. In diesem Sinne wünsche ich... So, jetzt wollen wir normal quatschen hier. In diesem Sinne. Licht. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Haut rein. Oh, meine Zigaretten liegen da. Ich rauch doch gar nicht. Haut rein. Bis dann. Ja, und das da ist Hulk. Ja, da ist mein Kaffee drin. Meine Kaffeepads. Wisst ihr Bescheid? Na, Kaffeepad. Ring auch noch den Daumen. Tschüss.